Ich begrüße Sie zu unserer Vorlesung Informationssicherheit. Heute in dem Kapitel zu den Grundlagen wollen wir uns nochmal mit Komplexitätstheorie ein bisschen befassen. Wir werden nämlich sehen, wie im realen Leben die Materialien von den Safes, die Stahlhärte, die Sicherheit garantiert. So sind das in der digitalen Welt die Komplexität von Berechnungsverfahren, die die Sicherheit von kryptografischen Codierung garantieren. Deswegen also ein paar Grundbegriffe. Wir haben ja schon über Informationstheorie, Wahrscheinlichkeitstheorie und heute wollen wir uns mit Komplexitätstheorie auseinandersetzen. Ziel der Komplexitätstheorie ist, Methoden zu entwickeln, um den Ressourcenbedarf zu klassifizieren. Der Ressourcenbedarf für ein Verfahren, also wie viel Zeit wird gebraucht, um eine bestimmte Aufgabe zu lösen, wie viel Speicherplatz ist nötig, die Chipgröße ist nötig. Und diese Charakterisierung für konkrete Berechnungsprobleme. Jetzt muss man da ein bisschen aufpassen, die Berechnungsprobleme sind ja sehr genau spezifiziert. Das heißt, man hat gar keine Chance, das für jedes einzelne Berechnungsproblem und für jede einzelne Ausführung auf jedem einzelnen Rechner das anzusehen. Deswegen wird das abstrahiert. Man guckt dann Klassen von Problemen sich an. Man baut ein theoretisches Computermodell und analysiert dann die Ressourcen auf diesem theoretischen Computermodell, immer mit dem Wissen, dass man die dann leicht übertragen kann in konkrete Situationen. Also Zeit ist ein ganz typisches Problem. Das wird auch dasjenige sein, was in der Kryptographie eine große Rolle spielt. Nämlich, wie schwer ist ein Problem zu lösen? Und wenn ich so ein Jungteam aufbaue, dass jemand ein Verfahren nur knacken kann, wenn er dieses Problem, was ganz lange braucht, gelöst zu werden, lösen kann, dann habe ich eine Art Sicherheitsgarantie, dass es schwer ist zu knacken. Aber es geht auch zum Beispiel um komplexitätstheoretische Beschreibungen von der Hardware-Realisierung, vom Energiebedarf für ein bestimmtes Problem, von dem Zufall, den man braucht. Sie wissen, sehr viele Berechnungen kann man durch die Zunahme des Zufalls als randomisierte Berechnung stark beschleunigen. Was bringen solche Randomisierungseffekte? Was bringen Prozessorzahlen? Das ist also das, worum es in der Komplexitätstheorie geht. Grundbegriffe sind zunächst mal der Begriff des Algorithmuses. Das ist also eine Prozedur zur Problemlösung. Das ist eine Berechnungsmethode für ein wohldefiniertes Berechnungsmodell. Berechnungsmodell, wir könnten natürlich einen ganz konkreten PC nehmen, wir könnten ein Tablet nehmen, wir können alles nehmen. Nur das Problem ist, dann haben wir sehr viel theoretischen Aufwand. Und bis wir alle Probleme charakterisiert haben, ist dieser PC schon lange altmodisch oder das Tablet schon lange kaputt. Deswegen abstrahiert man und macht solche Untersuchungen auf einem abstrakten Berechnungsmodell. Typischerweise wird in der Komplexitätstheorie die Turing-Maschine dazu genommen. Man kann auch mit Random-Access-Maschinen arbeiten. Was wichtig ist, das sagt am Ende die Church'sche These, dass wir die Ergebnisse auf diesem Modell dann immer wieder übertragen kann auf die realen Situationen. Da müssen wir Skalierungsfaktoren eventuell in Kauf nehmen. Das kann man dann tun. Auf diese Weise hat man aber eine Charakterisierung, die unabhängig ist vom konkreten Stand der Entwicklung der Rechentechnik. Dieses Berechnungsmodell, denken wir meinetwegen an Turing-Maschine, da wird eine Eingabe gegeben und dann ist diese definierte Berechnungsmethode dann einfach der Ablauf, das Programm, was dann der Ablauf des Programms definiert, um aus der Eingabe die Ausgabe zu produzieren. Und dann guckt man sich an, bei einer Eingabe, wie lange zum Beispiel braucht es, bis eine Ausgabe berechnet ist. Das sind also das, was ein Algorithmus beschreibt. Weitere wichtige Grundbegriffe für die Komplexitätstheorie sind, ja, was für eine Ressourcenbeschreibung wollen wir denn liefern? Wollen wir liefern eine Ressourcenbeschreibung, die sagt, wenn zum Beispiel so viel Zeit zur Verfügung steht, dann kann das Problem mit Sicherheit berechnet werden?
Oder wollen wir eine Ressourcenbeschreibung, die sagt, ja, wenigstens so viel Zeit ist notwendig, um das Problem rechnen zu können. Genau diese beiden Punkte, nämlich die obere Schranke als auch die untere Schranke, sind hier wichtig. Also die obere Schranke für einen Algorithmus, da sagt man, mit diesen Ressourcen kann das Problem gelöst werden und der Beweis ist die Angabe eines konkreten Algorithmuses, der in dieser Zeit funktioniert, der in dieser Zeit aus der Eingabe eine Ausgabe berechnet. Jetzt können Sie immer Zeit auch durch Speicher ersetzen, durch die anderen Komplexitätsmaße. Uns interessiert mal jetzt hier die Zeit am meisten. Demgegenüber stehen die sogenannten unteren Schranken. Das sind hier Ergebnisse, die werden erzielt durch tolle Algorithmen. Also wenn man dann einen sehr schönen Algorithmus baut für ein Problem, kann man sagen, dieser Algorithmus, der liefert eine Garantie, dass das Problem in der Zeit lösbar ist. Die unteren Schranken, da geht es eigentlich mehr darum, was man in der Komplexitätstheorie beschreiben will. Nämlich, man will sagen, wie schwer ist denn ein Problem? Und so eine untere Schranke ist also eine mathematische Aussage, die sagt, wenn jemand sortieren möchte und als Basisoperation nur Vergleich hat, dann braucht er wenigstens die Zeit n log n. Ja, also das ist dort der Typ. Oder wenn jemand ein Problem, zum Beispiel irgendwie Wahrheitstafel, ob eine Formel erkennbar ist, da zeigt, es ist wenigstens ein polynomiales Verfahren notwendig, polynomiale Zeit notwendig, um das Problem zu klären. Das ist das, weiß man übrigens noch nicht, hat man noch nicht bewiesen, jetzt für diese Wahrheitstafel, das sind die unteren Schranken. Also de facto grenzt man ein, einerseits sagt man, das Problem oder die Problemklasse ist lösbar mit Sicherheit mit den und den Ressourcen und auf der anderen Seite möchte man sagen, die und die Ressourcen sind wenigstens erforderlich, um die Problemklasse zu lösen. Und ideal ist es natürlich, wenn das gleich ist. Diese ideale Situation hat man für wichtige praktische Probleme lediglich beim Sortieren hingekriegt. Beim Sortieren konnte man beweisen, es sind beim Sortieren mit paarweisem Vergleich, sind wenigstens n log n Schritte notwendig und man kann Verfahren angeben, die mit n log n Schritten auskommen. Ja, das ist eigentlich das Ziel der Komplexitätstheorie, gibt es nur bei diesem einen Verfahren, bei diesem einen Problem. Jetzt hatte ich gesagt, man möchte sich ein Stück lösen, immer vom konkreten Rechner, um Aussagen zu treffen, die auch in 10 Jahren noch gültig sind. Und insofern arbeiten wir immer mit asymptotischen Beschreibungen und asymptotischen Größenordnungen. Die Ressourcen werden asymptotisch. Asymptotisch heißt nach der Größenordnung in der Länge der Eingabe gemessen. Also wenn ich jetzt die Komplexität eines Algorithmuses messe, dann sage ich, wenn die Eingabe die Länge n hat, dann braucht der Algorithmus, bis er das Ergebnis hat, zum Beispiel n hoch 3 Schritte oder n Quadratschritte oder 2 hoch n Schritte oder Logarithmus n Schritte. Diese Charakterisierung sagt mir dann immer, wie komplex der Algorithmus ist. So, nun ist es natürlich in der Praxis so, dass dort eigentlich das nicht mit n Schritten ist, sondern mit 27.000 mal n Schritten oder mit 25 mal Wurzel n Schritten. Und diese konstanten Faktoren, die hängen dann von Kleinigkeiten ab. Nämlich, wie genau mein Computermodell definiert ist. Die hängen davon ab, wenn ich am Ende das übertrage in die konkrete Welt, wie viele Schritte ich mit meinem PC brauche, um so einen Schritt der Turing-Maschine zu berechnen. Das heißt, diese konstanten Faktoren sind eine Welt für sich. Und damit man überhaupt sieht, was wichtig, was unwichtig, welche Größenordnung etwas hat, verabschiedet man sich in der Komplexitätstheorie von diesen konkreten Werten. Und man beschreibt das nur noch asymptotisch. Was ist also asymptotisch? Die Eingabelänge, okay, das ist die Gesamtzahl der Bits, die ich brauche, um meine Eingabedaten zu repräsentieren. Also wenn das eine binäre N-Kreuz-N-Matrix ist, dann sind das N-Quadrat-Bits, die ich brauche. Ja? Wenn das ein Graph ist mit so und so vielen Punkten, so und so vielen Kanten, dann muss man ausrechnen, wie groß ist die Eingabelänge. So, und das nehme ich dann als N, als Vergleichsgröße. Also Beispiel, natürliche Zahl N,
Um die zu beschreiben, damit ich sie im Computer eingeben, brauche ich Logarithmus n-Bit. Ja, also ist die Eingabe Logarithmus n-Bit. Bei R mal S-Matrix natürlicher Zahlen brauche ich dann für jedes Feld log n-Bit und ich habe R mal S-Felder, also R mal S mal log n ist die Größe der Eingabe. Diese Größe der Eingabe, das habe ich jetzt 2 mal n verwendet, das wird dann am Ende unseres Vergleichsgröße n sein. Also diese log n's, deswegen ist, ja, was soll ich machen? Mache ich mal hier einen Strich dran. Also eine natürliche Zahl n Strich braucht Logarithmus n Strich Bit. Mache ich hier auch dran. So, und dann ist dieses Logarithmus n Strich gleich n. Oder dann ist das r mal s mal Logarithmus n Strich gleich n. Ja, das ist unsere Eingabelänge. Länge, Anzahl der Bits, Gesamtanzahl der Bits, die nötig sind, die Eingabe zu beschreiben. So, und dann asymptotische Größenordnung, die wir dann definieren können, gibt es verschiedene Charakterisierungen. Und das hängt wieder davon ab, will ich eine obere Schranke beschreiben oder will ich eine untere Schranke beschreiben. Also zum Beispiel haben wir diese Größe O von F, O von Gn. Man sagt, eine Funktion F von N ist O von G von N nach Definition für alle N, also muss ich umgekehrt anfangen, es existiert ein C0, es existiert ein C, ein N0 mit der Eigenschaft, also jetzt ist hier fast keine Reaktion zu merken an dieser, mit dieser neuen Smart-Version, mit 0 kleiner gleich F von N, kleiner gleich C mal G von N für alle N größer gleich N0. Ich kann das F beschreiben, indem ich weiß, da gibt es irgendeinen Faktor C und das F ist kleiner gleich G, C mal der Funktion G von N, zumindest ab einer bestimmten Stelle. Das kann am Anfang ein bisschen unterschiedlich sein, aber ab N0 dominiert praktisch dieses Vielfache von Gn meine Funktion F. Die Idee ist, wir wollen uns von den Rechnen mit ganz konkreten Faktoren verabschieden und wollen mit Größenordnungen rechnen. Und insofern beschreiben wir hier das Verhältnis der Größenordnung der beiden Funktionen fn und gn miteinander. Und die Idee ist mal zu sagen, da gibt es irgendeinen konstanten Faktor und ab einem bestimmten n0 wird dann dieses fn dominiert durch dieser konstante Faktor c mal gn. Eine entsprechend ähnliche Beschreibung, die jetzt das Minorisieren beschreibt, das war das Majorisieren. Das Minorisieren ist Omega von g von n. Und das definiert sich wieder, dass wir einen Faktor c haben, dass wir ein n0 haben, mit der Eigenschaft, dass 0 kleiner gleich c mal gn kleiner gleich f von n ist. Wieder für alle n größer gleich n0. Jetzt dominiert die Funktion f am langen Ende die Funktion g. Das kann hier eine Million sein, die davor steht. Ja, wir wollen uns von dem Rechnen mit konkreten Faktoren verabschieden. Deswegen sagt man, es reicht, wenn es da so einen Faktor gibt.
sodass das kleiner gleich fn ist. So, und schließlich, wenn beides zusammentrifft, das ist ja die Idealsituation, das ist dann ein Theta von g von n. Das ist genau dann der Fall, wenn die Funktion fn ein O von g von n ist und dass fn ein Omega von g von n ist. Das heißt, die Funktionen bewegen sich sehr ähnlich, wie in so einem Schlauch, den ich über diese Faktoren beschreiben kann. Und zwar je größer n wird. Am Anfang, bis zu diesem n0, da sage ich mal, da können irgendwelche Effekte, Sondereffekte auftauchen. Zum Beispiel, wenn ich erstmal was initialisieren muss, bevor ich losrechnen kann. Dann kann das irgendwie den Berechnungsablauf sehr stark erhöhen für kleine Werte, während bei großen Werten sich das dann irgendwo amortisiert. Das sind die asymptotischen Beschreibungen von Funktionen. Und nochmal, die Idee ist, wir wollen ohne konkrete Faktoren rechnen. Wir wollen uns verabschieden, ob das jetzt Windows 7 oder Windows 8 ist, auf einem PC X oder Y. Jedes Mal müssten wir nämlich für diese gleichen Algorithmen immer wieder andere Faktoren einsetzen. Und wir wollen trotzdem Vergleiche anstellen, ob ein Verfahren schneller lösbar ist als ein anderes Verfahren. Und diesen Vergleich, der soll gültig sein, unabhängig von der ganz konkreten Maschine, die da gewählt ist. Was ist die Bedeutung? Was bedeutet f von n gleich o von g von n? Na genau, was ich eben gesagt habe. Das f von n, das f wächst schneller. Also das f wächst nicht schneller als das g. Immer aufpassen, dass wir dort nochmal so einen konstanten Faktor haben, dass es also hier um Größenordnung geht. So, und das f von n gleich Omega von g von n, das bedeutet, dass f wächst wenigstens so schnell. Wächst wenigstens so schnell wie g. So, Moment. Was wissen wir weiter? Wir können einige wichtige Eigenschaften jetzt beschreiben für dieses Rechnen mit Größenordnung, mit asymptotischen Größenordnungen anstelle des Rechnens mit richtigen Funktionen. Wir können nämlich den Satz beweisen, dass Folgendes gilt. Erstens, wenn f ein Polynom vom Grad k ist, dann bedeutet das, dann folgt daraus, dass das f von n ein O von n hoch k ist. Und genau das macht nochmal diese Rechnen mit asymptotischen Zahlen deutlich. Wenn das ein Polynom ist, das heißt vom Grad k, dann ist das irgendwie sowas. Cn mal n hoch k. Plus cn minus 1 mal n hoch k minus 1. Plus und so weiter. Cn minus 1, muss man hier ein bisschen deutlicher machen. Und asymptotisch heißt, hier, dieses Glied mit der höchsten Potenz,
Das bestimmt das Wachstum der Funktion. Dieser Faktor ist natürlich für das Polynom immanent wichtig, aber für die asymptotische Beschreibung der Größenordnung nicht. Und diese Glieder kleinerer Ordnung, die spielen, je größer das n wird, auch immer eine geringere Rolle. Okay, erste Eigenschaft. Zweite Eigenschaft. Zweitens, wenn f von n gleich o von g von n ist, dann ist das der Fall genau dann, wenn g von n ein Omega von f von n ist. Das hieß ja, dass Gn dominiert das F. Und das heißt, nein, das heißt, das F wird von dem Gn dominiert. Und das heißt, dass das Gn wenigstens so schnell wächst wie das Fn. Nicht? Also das sind die beiden Kehrseiten. Kann man sofort aus der Definition erkennen. Wenn wir weiter im Satz wissen, dass f von n gleich ein o von h von n ist und dass g von n ebenfalls ein o von h von n ist, dann können wir rechnen, nämlich dass f plus g von n ebenfalls ein O von H von N ist. Ja, wir können irgendwie so eine richtige Rechnung jetzt einführen zwischen Funktionen, wenn wir von sowas wie konkreten Faktoren absehen, sondern nur ihre asymptotische Charakterisierung uns vor Augen nehmen. Wenn f sich durch h von n dominieren lässt und g von h von n dominieren lässt, dann eben auch f plus g. Ich glaube, Sie verstehen das sofort, wenn wir hier eine 2 hinschreiben würden. Nicht f plus g, dann von 2 mal h von n. Nur bitte erinnern Sie sich, dass dieses o ja sagte, ich kann einen beliebigen Faktor nehmen, um diese Charakterisierung hinzukriegen. Ich muss also, wenn ich das beweise, einfach mit dem Faktor 2 arbeiten und den stecke ich dann hier, multipliziere ich dann dieses C und das beziehungsweise das C1, was ich hier aus dieser Beziehung herausbekomme, was ich aus dieser Beziehung hereinkomme. Das heißt, für die inhaltliche Beschreibung ist nur noch die Funktion H wichtig. Jetzt wollen wir noch multiplizieren. Da können wir Folgendes sagen. Wenn F von N gleich ein O von H von N ist, wenn das g von n gleich ein o von l von n ist, dann folgt, dass f mal g von n gleich ein o von h von n mal l von n ist. Hier muss ich auch noch Klammern umsetzen. Ja, also beim Addieren, wenn die gleiche durch H dominiert werden, ist die Summe wieder durch H dominiert. Und beim Multiplizieren, wenn F durch H dominiert ist und G durch L, dann ist F mal G durch H mal L dominiert. Und hier hätte ich vielleicht sogar anders schreiben können, wenn F von H dominiert wird und G von L, dann ist F plus G von O von Maximum von H und L definiert. Okay, jetzt gucken wir uns ein paar Beispiele an. Erstens, das hatte ich schon aufgeschrieben, F-Polynom vom Grad k, daraus folgt fn
gleich O von N hoch K. Zweites Beispiel. Für alle C größer als 0 gilt, dass der Logarithmus von N zur Basis C ein Theta von Logarithmus von N ist. Was sagt uns das? Na, ich kann immer nur mit Logarithmus zur Basis 2 arbeiten. Egal, um welche Basis es in Wirklichkeit geht. Natürlich gibt es da Umrechnungsfaktoren. Irgendwelche Faktoren C. Aber für die Größenordnung, für das Wachstum spielt das keine Rolle. Dritte Eigenschaft. Es gilt Wurzel aus 2 Pi n. Durch E hoch n ist kleiner gleich n Fakultät ist kleiner gleich Wurzel aus 2 Pi n mal n durch E hoch n plus 1 durch 12 n. Das ist eine Formel, haben wir mal in diskreter Mathematik bewiesen. Die kennen wir. Aus dieser Formel können wir jetzt die viel einfachere Formel ableiten, nämlich dass n-Fakultät ein Omega von 2 hoch n ist. Das n-Fakultät wächst schneller als 2 hoch n. Und wir können auch ableiten, dass es aus der einen Ungleichung und aus der anderen Ungleichung können wir ableiten, dass das ein O von n hoch n ist. Also diese Fakultät, die kommt ja immer sehr häufig vor als in komplexen Problemen, die führt auf exponentielle Größe. Wenn ich also für irgendeine Eingabe die Fakultät berechnen muss, dann führt das auf exponentielle Berechnung. Und die letzte Eigenschaft, die uns dann später hilft, die ich hier noch nennen will, wenn ich den Logarithmus berechnen will von n-Fakultät, also genau wissen, wie denn dieses Wachstum ist, dann kann ich das ausrechnen, das ist nämlich ein Theta von n log n. Also mit diesen asymptotischen Größenordnungen führen wir eine Arithmetik ein für Größenordnungen, für das Wachstum von Funktionen. Und wir brauchen das in der Komplexitätstheorie, weil die exakte Dauer eines Algorithmus zu beschreiben, a, sehr schwer analysierbar ist, b, auf jedem Rechner bei jeder Implementierung zu einer anderen Lösung führt, aber eigentlich im Prinzip immer die gleiche ist. Weil diese Implementierungsdetails, die schlagen sich dann in den konkreten Faktoren, konstanten Faktoren wieder. Und eigentlich sind wir nicht an den Implementierungsdetails interessiert, sondern wir sind daran interessiert, was ist denn der Kern, was ist denn das Wachstum, was ist denn der Ressourcenverbrauch von einem Algorithmus auf jedem Rechner. Und dazu verabschiede ich mich ein Stück von den Rechnern, mache das auf einem abstrakten Modell, beschreibe das, weil ich ja weiß, ich arbeite nicht auf einem konkreten Rechner, beschreibe das asymptotisch und kann auf diese Weise die gewünschten Informationen bereitstellen.
Kommen wir zu den Komplexitätsklassen.